Nase der Railgott! Sie war besessen und starb während eines Exorzismus. Jetzt wurden sie verhaftet und werden angeklagt. Wegen Mordes. Eine Story über eine besessene Nonne. Nein, du siehst eine neue Chance, die Religion anzuklagen. Ich bin Vater Anton. Darf ich Ihnen vielleicht einige Fragen stellen? Hören Sie doch. Was auch immer da in ihr war, forderte auch mich heraus. Sie müssen vorsichtig sein. Gehen hier eventuell Dinge vor, die Ihre Kirche geheim hält? Es macht mich krank, dass die Täuschung sich manchmal hinter der Erscheinung des Heiligen versteckt. Sie brauchen Schutz. Ob Sie es glauben oder nicht, Dämonen sind real. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Gott selbst hat sie hergeführt. Er will, dass sie hier sind. Jeder Exorzismus ist anders, aber es folgen verschiedene Stufen, nachdem wir wissen, dass das Opfer wirklich besessen ist. Damit wir ihn austreiben können, müssen wir wissen, welcher Dämon es ist. Der Exorzist kämpft nun direkt mit dem Dämon.